Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Deutschen Filmmuseums und Filminstituts begrüßen. Wir zeigen heute Abend den Film im Rahmen unserer Ausstellung Digital Revolution, die hier oben im dritten Stock noch bis zum 10.11. zu sehen sein wird. Die Ausstellung zeigt, wie digitale Möglichkeiten seit den 1970er Jahren das Schaffen von Kunst und künstlerische Kreativität verändert haben. Wir haben im Film im Rahmenprogramm jetzt über mehrere Monate hinweg auch versucht, verschiedene Aspekte ein bisschen herauszuarbeiten. Wir hatten zum Beispiel im Juli das Thema künstliche Intelligenz, wo wir unter anderem Fragen gestellt haben, wie die künstliche Intelligenz die Filmproduktion und auch die Vorstellung von Autor und Urheberschaft verändert. Und jetzt im September haben wir uns so locker das Thema Gefahren und Risiken gestellt. Und dazu zeigen wir dann auch im nächsten Monat, nächste Woche noch den Film The Cleaners. Und da wird auch Moritz im Riesewick zu Gast sein. Und ich freue mich eben ganz besonders, dass wir heute Abend Gerd Konrad zu Gast haben mit seinem Film Face It, das Gesicht im Zeitalter des Digitalismus. Das Wort finde ich immer ein bisschen interessant, aber genau. Gut, genau, Gerd Konrad hat an der DFFB in Berlin studiert in den 60er Jahren. Er hat unter anderem den Farbtest Die Rote Fahne gedreht. Den haben wir letztes Jahr hier gezeigt in unserer kleinen Reihe zu 68 und den Film mag ich irgendwie ganz gerne und deswegen erwähne ich das jetzt hier. Er hat natürlich jede Menge andere Filme gedreht, aber das war noch im Rahmen der Studentenzeit. Seit 1982 ist er freiberuflich tätig als Regisseur, Kamera, Autor und Produzent und seine Filme sind oft Video-Essays, Videogramme, Porträts, Langzeitdokumentationen, eigentlich alles querbeet. Vielleicht relativ bekannt sind seine beiden Filme über Holger Mainz, mit dem er zusammen damals auch studiert hatte. Und eben genau die Berliner Studentenbewegung und auch die Berliner Stadtgeschichte sind auch Themen von ihm. Genau, vielleicht so weit und wir werden im Anschluss an den Film hier eine kleine Diskussionsrunde haben. Eben neben Gerd Konrad wird Roland Schäfer, Fachkraft für Datenschutz, hier sein und mit Ihnen diskutieren und Andrea Wenzek, Journalistin, wird die Moderation machen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut sich, dass es sind eigentlich fast alle da geblieben jetzt für die Diskussion. Es freut mich sehr, dass Sie an dieser Diskussion teilhaben möchten. Ich begrüße nochmal den Filmemacher Gerd Konrad. Er hat sich eine rege Teilnahme von Ihnen gewünscht, was diese Diskussion betrifft. Also halten Sie sich nicht zurück, lassen Sie sich nicht zu sehr davon beeindrucken, dass wir hier ein eventuelles Fachgespräch führen. Als zweiten Gast möchte ich Roland Schäfer begrüßen. Roland Schäfer ist beruflich, hat er auch mit diesem Thema zu tun. Er ist Fachkraft für Datenschutz und gehört zu den Mitbegründern einer Bürgerinitiative, die heißt Die Datenschützer Rhein-Main. Sie existiert seit 2011 und die Gruppe ist sehr aktiv, wird mittlerweile bundesweit angefragt. Und auch hier im Hessischen Landtag werden Sie immer wieder für Anhörungen angefragt. Also die Gruppe ist sehr spezialisiert, sehr aktiv und Sie können sich auch online über die Gruppe informieren. Die Datenschützer Rhein-Main sind auch Co-Veranstalter dieses Abendprogramms. Ja, Gerd Konrad. Der Südbahnhof. Das bin ich. Südkreuz. Genau, der Südbahnhof ist hier in Frankfurt, ja. Der Bahnhof Südkreuz in Berlin. Nur wir haben so einen verrückten Bahnhof, der mitten im Wald steht. Wie sind Sie auf dieses Projekt gestoßen? Naja, das ist schnell gesagt. Ich verstehe mich ja so ein bisschen als Berlin-Chronist. Und da ereignete sich eben, dass da so ein Projekt gestartet wird, das hat mich neugierig gemacht. Und da ich ja ganz in der Nähe wohne, also von diesem Bahnhof auch abreise und ankomme, habe ich dann eben gesagt, da beschäftige ich mich mal genauer, weil mich schon das Thema Gesicht
Mimik und Gestik beschäftigt hat. Und da bin ich dann eben auch auf diesen Padelun gestoßen als Freiwilligen, der mir eigentlich noch so aus der Anfangszeit von Punk und Super 8 bekannt war. Und ja, so kam das Ganze ins Rollen. Padelun spielt dann eine besondere Rolle. Er ist der, ich weiß nicht, ob er der erste Vorsitzende des Datenschützervereins Digital Courage e.V. ist. Er hat eine künstlerische Vergangenheit, auch eine künstlerische Gegenwart, ist aber auch politischer Aktivist. Sie haben es mitbekommen in dem Film. Roland, Sie haben ja auch mit Padelun zu tun. Ist das richtig? Das ist richtig. Erstmal der Verein Digital Courage in Bielefeld ist Mitglied beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Die Datenschützer Rhein-Main sind das ebenfalls. Und dann trifft man sich immer wieder auch auf Treffen und kennt sich. Und das sind sehr aktive Datenschützer. Ich finde immer sehr wichtig, wenn das Thema Datenschutz eine künstlerische Komponente hat. Denn wenn ich Datenschutzschulungen mache, dann kommen die Leute sehr erwartungslos in die Schulung rein und erwarten irgendetwas juristisch Langweiliges. Und jede Komponente, die das künstlerisch verbessern kann, kann eigentlich nur gut sein. Und damit, das ist eigentlich ein herausstellendes Merkmal von Digital Courage, die auch diese künstlerische Ebene immer mit einbringen. Es geht um die Gesichtserkennung und die Grundlage auch dieses Projekts ist die Kodierung bzw. Dekodierung dieser biometrischen Daten. Also als ich den Film gesehen habe, fiel mir spontan ein, okay, von mir wurde schon für meinen Reisepass, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, aber es ist schon relativ lange her, ein biometrisches Bild verlangt. Was für eine Rolle spielt denn dieses biometrische Bild auch in unseren Pässen im Zusammenhang mit diesem Pilotprojekt am Südkreuz? Ja, das Pilotprojekt funktioniert ja nur deswegen, weil es eben schon diese hinterlegten Daten gibt. Daten gleich eben Passbild. Hinter dem Passbild sind ja sowieso schon Daten, also wenn das eingelesen wird bei irgendwelchen Kontrollen oder so etwas, das Gesicht, da wird ja nicht nur der Name eingelesen und gesagt, das ist Herr sowieso oder Frau sowieso, die lebt dort und dort, sondern, das wirst du vielleicht bestätigen können, da ist ja dann zunehmend wesentlich mehr gespeichert. Und das geht eben mit dieser Kodierung relativ einfach, dass man eben immer mehr da in diese Schublade hineinschieben kann und dann jeder Polizist oder jeder, der es aufmacht, sieht gleich also ganz, ganz viel und das ist ja der erste Schritt schon mal. Wie sieht das konkret aus? Also wie wird das verwertet, auch vom Algorithmus her? Das Gesicht wird erstmal reduziert auf eine ganz genau vordefinierte Punkte. Dann werden diese vermessen, in welchem Verhältnis und in welchem Winkel diese Punkte zueinander stehen. Und dann kommt man zu so etwas wie einem Fingerabdruck-ähnlichen Gesichtsabdruck, der dann auch eindeutig zugeordnet werden kann. Biometrie hat aber seine Grenzen. Ich erinnere mich noch, als die Presseerklärung von unserem damaligen Bundesinnenminister de Maizière bekannt gegeben wurde, dass er ganz glücklich ist, dass die Erkennungsrate bei 85% läge. 85% heißt, jeder Sechste wird entweder als Terrorist nicht erkannt oder jeder Sechste wird als Normalbürger für einen Terroristen gehalten. Das war eine miserable Erkennungsquote aus biometrischer Sicht. Das ist das eine. Und das andere ist, Menschen zu reduzieren, das hat eigentlich der Film sehr deutlich gemacht, das ist sehr schwierig, weil Menschen, die verkatert vom letzten Abend dann an diesem Berliner Südkreuz aufgenommen werden, werden womöglich deswegen nicht erkannt, weil sich biometrische Eckpunkte dann doch auch stärker variieren, als das für Techniker praktisch wäre. Da kommen wir gleich zu den Emotionen im Gesicht. Als ich mich dann mit diesem Südkreuz beschäftigt habe, bin ich natürlich da tiefer eingestiegen und bin dann eben auf diesen Herrn Eggman gestoßen, der sozusagen als erster so einen Gesichtsatlas erstellt hat. Und ich mag Atlanten. Ich habe als Kind immer unheimlich gerne in Atlanten geblättert, weil das die große Welt war. Und das fand ich dann auch interessant. Mensch, verdammt nochmal, ein Atlas zu Gesichtern.
Und da gibt es auch ein dickes Buch mit 500 Abbildungen. Und er hat eben gesagt, ja, okay, es lässt sich reduzieren auf bestimmte Grundemotionen, dass der Gesicht, der Ausdruck von Gesichtern von allen Menschen in der Welt. Und ich glaube, das ist ein Teil von dem, was eben heute dazu führt, dass man so etwas wie eine Maske entwickelt hat, die sich sanft und unbemerkt und geräuschlos auf jedes Gesicht legen lässt und erzählt, was, wer dieser Mensch ist, was mit diesem Menschen ist und so weiter. Das Paradoxe ist, bei den biometrischen Fotos, die in diesen Pässen sind, darf man den Mund nicht aufmachen. Man darf nicht zu breit lächeln, weil all dieses das übliche Schema in Frage stellen würde. Also es muss besonders emotionslos sein, das Gesicht, was immer das dann darstellt. Haben Sie Fragen, Kommentare? Im Moment noch nicht. Ja, doch, bitte? Doch. Ich komme. Ich war ein bisschen überrascht über die unwissenschaftliche Herangehensweise in dem Film. Mich würden da ganz praktische Sachen interessieren. Reicht es denn aus, wenn jetzt ein Demonstrant sich einen schwarzen Punkt auf die Wange malt, dass er nicht erkannt wird? Reicht es aus, sich eine Brille aufzusetzen? Wie funktionieren diese Systeme konkret? Hatten Sie keine Möglichkeit, beispielsweise mit Programmierern solcher Systeme zu sprechen oder wollten Sie das nicht? Wie sieht das in der Praxis aus? Ich weiß ja nicht, was Sie unter Wissenschaftlichkeit verstehen. Also ich bin ja Filmemacher und es ist ja ein Techniker dabei, der sagt ja, also ich habe dazu nichts zu sagen. Da müssen Sie jemand anders fragen. Ich bin hier nur zuständig für die Daten. Dann bin ich ja zu unserer Staatsministerin gegangen und habe da nachgefragt. Und ich habe natürlich auch versucht, Firmen dazu zu gewinnen, dass da der eine oder andere was dazu sagt. Aber die haben natürlich alle total gemauert. Und man muss auch einfach sagen, jede Firma versucht natürlich, so viel wie möglich von diesem riesen Kuchen abzubekommen. Dieses ganze Projekt da am Südkreuz, das ist eigentlich nur ein Fake, was die Wirkung angeht. Es geht einfach nur darum, dass da Technik auf Kosten des Staates ausprobiert wurde, dass Firmen da halt ihre Maschinen hingestellt haben, um zu sagen, so, wir probieren das jetzt aus und lassen uns dafür bezahlen. Natürlich wird da eine Presseerklärung gemacht und eben gesagt, so und so viel haben wir erreicht. Aber das ging eigentlich nur darum. Und von daher ist das eine richtige Frage, aber es ist ein ganz anderer Aspekt. Vielleicht kannst du ja ein bisschen was dazu sagen. Ja. Du bist ja. Ja, also bei dem, wir haben es ja immer wieder gesehen, dass alle Leute, die interviewt wurden, auch so diese Maske aufgezeichnet bekommen hat mit den Bildpunkten, mit der Länge dieser Strecken und mit den Winkeln und allem drum und dran. Das sind genau die Punkte. Das heißt, wenn man die geschickt verdeckt durch eine Verschleierung, durch eine Schirmmütze oder was auch immer, dann botet man diese Gesichtserkennung auch erfolgreich aus. Dann bleiben noch 2, 3, 4, 5 Punkte übrig und dann gibt es plötzlich eine Trefferquote von nicht einem, sondern 5 oder 100, die dann übrig sind und dann weiß man nicht, ist er jetzt drin oder ist es der oder ist es der nicht. Das kann man schon sehr schnell falsifizieren. Die Überlegung, dass das alles technisch so, ja, das eine Idee, dass es wird errechnet und damit ist es richtig, ist meiner Meinung nach der Druckschluss dabei. Algorithmen, Biometrie, die kamen über die Qualität der Ähnlichkeit nie hinaus. Und dass diese Vorstellung, dass Technik uns Sicherheit produziert, das ist halt auch deswegen, auch aus rein technischen Gründen, ein Druckschluss. Das wird ja auch im Film, finde ich, ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Frau Weigel, die Ethnologin, sagt das ja ganz deutlich. Peter Weibel, der künstlerische Leiter vom ZKM, sagt das auch. Aber ich baue ja eher noch was anderes auf dort, dass also an diesem Bahnhof ja klassische Videoüberwachung schon ziemlich lange praktiziert wird. Das heißt, da sind Kameras
Und die laufen auf einer Ebene zusammen und da gibt es unten einen Überwachungsraum, da sitzen 6 oder 8 oder 10 Leute. Da durfte ich natürlich nicht drehen. So, aber das ist ja schon lange vorbei, das ist ja noch ganz was Altes. Ich bin ja der Meinung, dass wir alle mit unseren Smartphones und all diesen Möglichkeiten, die da sind, schon wesentlich intensiver dazu beitragen, zu diesen ich will jetzt nicht Überwachungsstaat sagen einfach, sondern es geht ja erstmal um Daten, dass Daten gesammelt werden, zusammenlaufen, ausgewertet werden, dass vom Gesicht, vom Gang, vom Herzschlag, vom welche Medikamente man kauft und so weiter und so weiter. Und dass wir eben mit unseren Smartphones oder eben diesen Maschinen ja permanent Daten liefern. Und das finde ich ja letztlich die entscheidende Frage. Um auf Ihre Arbeit als Filmemacher zurückzukommen, also ich fand, das war formal auch eine sehr schöne Lösung, weil das hat man ja oft, dass dann die Experten dann ihre Standpunkte schildern zu den entsprechenden Themen und sie tauchen dann mit dem Selfie-Stick auf, quasi als alter Ego ihrer selbst, manchmal auch der naive Datennutzer, also das sind ja auch verschiedene Rollen, die sie da innehaben. Und das wird dem so gegenübergestellt. Also wir werden auf diese Art und Weise immer wieder daran erinnert, dass wir eben selbst etwas preisgeben. Und warum haben Sie sich formal für diese Art und Weise, den Film in Szene zu setzen, entschieden? Ich weiß nicht, wer das entschieden hat, ob das der liebe Gott war oder ich. Jedenfalls, der Film war weitgehend fertig. Und dann wurde er so von der Produktion und von verschiedenen Leuten angeguckt. Und dann wurde gesagt, das versteht überhaupt kein Mensch, da gibt es keinen Zusammenhalt, du musst das ein bisschen erläutern, du musst einen ordentlichen Kommentar schreiben. Und ich mache ja eigentlich keine Kommentarfilme, weil ich will nichts kommentieren. Ich will ja immer, dass die Bilder und Töne für sich sprechen und aus eben der Kombination, aus der Mischung etwas entsteht. Aber irgendwie habe ich es gemacht und es hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich auch das Gefühl hatte, ich kann nicht Frau Weigel oder Frau Bär oder die kann ich nicht kommentieren. Die stehen für sich. Frau Bär steht einfach, ich kann dazu nichts sagen. Und dann kam diese rettende Idee, weil ich ja auch mal mit dem Selfie-Stick spielen wollte, da war ich da eben im Umland von Brandenburg. Ach, probier doch mal was aus. Und dann habe ich dreimal eben mich da in den Wald gestellt und eben das, was ich zu der ganzen Sache zu sagen habe, eben in Selfie-Stick gesprochen. Und beim dritten Mal fand ich das eigentlich ganz gut und war natürlich auch ein bisschen grenzwertig. Aber es war mir dann eben auch wichtig, sozusagen, wenn ich schon was dazu sage, dass man dann eben auch mein Gesicht sieht. Also mir geht es ja auch um diese Gesichter. Und dann habe ich gesagt, okay, dann zeige ich mein Gesicht auch noch und dann passt das eher. Also einfach nur ein Kommentar ohne Gesicht wäre nicht möglich gewesen. Ja, und ich sage ja auch verschiedene Dinge, also worauf ich auch Wert lege, ist zum Beispiel, wenn wir dement sind, ob man dann via Daten sich quasi erinnern kann, was man eben früher mal gemacht hat, wenn man nicht mehr weiß, wer man ist. Fragen und Kommentare? Ja, ich wollte erstmal noch sagen, dass ich die Darstellungsweise, also die Bilder, sehr schön fand zu Ihrem anfänglichen Kommentar, dass es schön auf großem Bild ist. Das macht dann auch Sinn. aber was mir noch nicht ganz klar ist, was genau finden Sie jetzt am Gesicht schützenswert? Weil es ging viel um Daten und wir geben unglaublich viele Daten freiwillig her. Wir werden unglaublich oft verfolgt mit den Daten. Aber irgendwie reagieren wir ja doch anders darauf, wenn es sich um das Gesicht handelt, als wenn es sich um Laufwege von uns handelt oder um andere Dinge. Warum ist das Gesicht nochmal so schützenswert für Sie? Da haben wir tatsächlich eine Rechtstradition. Stellen Sie sich vor, in einem Betrieb gibt es einen Betriebsrat und der macht über hunderte Systeme, die besten Betriebsvereinbarungen, auch die datenschutzfreundlichsten Betriebsvereinbarungen, die man sich vorstellen kann. Und da gibt es eine Rechtsprechung, die sagt, das Gesicht entzieht sich diesem Mitbestimmungsrecht.
Das ist so persönlich, dass der Betroffene, der Beschäftigte selbst darüber bestimmen soll. Da ist eine Rechtstradition schon dahinter, dass dieses Gesicht so eine Besonderheit hat. Warum das soziologisch oder so ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Für mich ist aber auch noch bedeutsam, ich kann weder mit dem Begriff Digitalisierung noch mit dem Digitalismus, mit dem Begriff viel anfangen. Für mich geht es hin in Zwangsdigitalisierung. Wenn ich, was für ein Beispiel nenne ich, wenn heute sind es Probanden, die da freiwillig teilnehmen, morgen ist es Gesetz und kein Mensch kann sich mehr ernsthaft dagegen wehren, dann sind wir in der Zwangsdigitalisierung. Wenn die Krankenkasse Bilder erhebt und auf eine Gesundheitskarte setzt, da muss man sich per Gerichtsbeschluss daran hindern, sie, nachdem die Gesundheitskarte produziert worden ist, dieses Bild dann wieder zu löschen. Das ist, geht in Richtung Zwangsdigitalisierung. Das heißt, es geht nicht aus meiner Sicht nicht speziell ums Gesicht, es geht um verschiedene Daten. Immer wenn ich irgendein Behördenformular ausfülle, muss ich das Geburtsdatum angeben. Wenn ich irgendeinen Vertrag mit einem Unternehmen mache, in vielen Fällen nicht. Und manchmal kommt bei den Behörden auch das Geburtsort dazu. Kein Mensch braucht das zur Differenzierung. Jedenfalls nicht, wenn die Kundengruppe einigermaßen klein ist und überschaubar und mit Name und Adresse eigentlich eine eindeutige Identifizierung schon möglich ist. Also es werden immer mehr Daten, ich werde immer mehr genötigt, gesetzlich genötigt, Daten preiszugeben, die meiner Meinung nach weder hilfreich sind, möglicherweise nicht zielführend, auch nicht sicherheitsproduzierend in diesem Fall von digitaler Gesichtserkennung. Ich wollte dich eigentlich fragen, was hast du denn dir gedacht, als du das Wort Digitalismus gehört hast? Ja, die Endung muss impliziert ja eine Ideologie. Ist das eine Ideologie, von der wir jetzt reden hier, oder geht das in eine Ideologie? Naja, es wird wie Roland das jetzt geschildert hat, ja zum Diktat und dem muss ja irgendwas zugrunde liegen. Ich vermute mal, dass es auch ganz viel mit Kontrolle zu tun hat, auch einer politischen Ideologie. Es geht auch, hat ja viel mit Kapitalismus zu tun, um Leistungsfähigkeit, die wir dann auch wiederum digital nachweisen müssen. Also ganz extreme Beispiele sind jetzt ja in China, das ist ja bekannt, dass es da so ein soziales Punktesystem gibt. Inwieweit das jetzt ideologisch untermauert ist, da stellt sich die Frage. Aber es geht ja um einen Leistungsnachweis. Ich muss zeigen, was ich leiste und das wird bewertet über ein Punktesystem. Und auch das Gesicht wird dabei erfasst. Du hattest mir vorhin davon erzählt, vielleicht kannst du das schildern. Also ich denke, also ich habe das ja bewusst gewählt, das Wort. Es ist nicht jetzt eine Wortschöpfung, die ich erfunden habe, die schon auch so im Gespräch irgendwo ist, aber ich habe ganz bewusst gesagt, im Zeitalter des Digitalismus. Ich denke, dass wir uns schon am Anfang eines vollkommen neuen Zeitalters befinden, wo das, was eben mit der Datenerfassung und der Auswertung durch Maschinen in Algorithmen zu einer umfassenden Veränderung des menschlichen Lebens auf dieser Erde kommen wird und bis hin ins Denken, bis hin wie das Kognitive sein wird in 10, 15 Jahren. Also da denke ich eben, weiß ich nicht, ob noch jemand eine Landkarte lesen kann, vielleicht auch nicht mehr schreiben können und auch nicht mehr rechnen können. Braucht man ja alles nicht. Man hat ja alle diese kleine Maschine, da tippt man ein und weiß, wo man ist, man weiß alles. Man braucht kein Brockhaus mehr. So, deswegen dachte ich, also ist ja auch eine Provokation. Vielleicht sagen noch was andere dazu. Also
ich folgende Bemerkung dazu. Also für mich die wesentliche Erkenntnis aus dem Film war die eine Aussage, die, glaube ich, in dem Beitrag von der Ethnologin oder von der Literaturwissenschaftlerin kam, dass es ja eigentlich der Umwandlung der digitalen Information in Bedeutung bedarf. Und so sehr schön kommt das zum Schluss raus bei dem Peter Konrad, wenn der im Wald steht und sagt, ja, dann könnt ihr ja in 5 Jahren sagen, ich war am 21. August 2000, wie viel, war ich hier. Gut, das ist eine Information und da kann ich nur sagen, was soll's? Die Bedeutung hat das nur für den Peter Konrad oder für diejenigen, die eine Bedeutung reinlegen. Aber das kann was ganz anderes sein. Was ganz anderes. Die können sagen, na gut, der Peter Konrad, der sammelt Pilze oder der Peter Konrad. Ja, jeder kann sich ausdenken, was für eine Bedeutung man reinlegt. Und so geht das bei allen diesen digitalen Informationen. Die Bedeutung legen andere da rein, in diese digitale Information. Also das war für mich die wesentliche Erkenntnis da aus dem Ganzen. Aber das wird ja auch kapitalisiert. Die Bewegungsprofile, also Gerd Konrad ist im Wald gewesen und hat Pilze gesammelt, das ist ja eine Nutzerinformation, die auch wiederum finanziell verwertet werden kann. Ja, aber die Interpretation ist wichtig, darum geht es mir auch. Ich bin ja nicht jetzt derjenige, der von vornherein sagt, das ist der neue Faschismus, das ist die absolute Diktatur. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich will ja erstmal, dass wir uns überhaupt intensiv damit befassen und eigentlich will ich mit dem Film erreichen, dass wir uns wesentlich mehr Gedanken über unser eigenes Gesicht machen. Dass wir uns, wenn wir uns das nächste Mal im Spiegel angucken oder unser Gegenüber angucken, doch mit mehr Freude, Intensität, mit Bewusstsein und habe schon genug gesagt. Ja, diese Bedeutung oder die Hineinlegung von Bedeutung in Daten. Ich habe dann eine hübsche Karikatur gesehen. Da hat jemand Navigationssystem gesagt, wer nach Mannheim fährt, ist auch schon mal nach Detmold gefahren. Das ist dann eine völlig sinnfreie Bedeutung, aber ist auch eine Bedeutung, die man hineinlegen kann. Nicht so lustig ist es dann, wenn im Arbeitsplatz die Login-Zeiten von einem Beschäftigten nachgeschaut werden und man stellt fest, er hat 3 Stunden oder 4 Stunden nichts getippt. Da kann ich jetzt die Bedeutung reinlegen, der hat gespielt, der hat sich mit anderen unterhalten, der hat nicht gearbeitet. Und dann kann ich eine Sanktion drauflegen. Oder er hat tatsächlich eine Besprechung gehabt und er hat gearbeitet und das ist völlig bedeutungslos. Und das ist dann das Spannungsding, das aufmacht. Und deswegen schützen wir auch Daten. Und wir fragen nicht, warum bestimmte Daten besonders sensibel sind. Der Gesetzgeber hat die Wertung genommen, alle Daten sind verboten zu erheben. Alle. Und ich brauche eine Rechtfertigung dafür, dass ich ein Datum erhebe. Das kann ein Gesetz sein, das kann eine Einwilligung sein, das kann ein Vertrag sein. Aber erst einmal, wenn da nichts ist, ist das verboten. Unabhängig, ob das ein Gesicht ist oder irgendeine andere Information. Und das ist eine gesetzliche Wertung, die völlig dem entgegentritt, was die Ministerin gesagt hat. Ja, wenn ich nichts zu verbergen habe, dann unterwerfe ich mich natürlich auch einer Gesichtserkennung. Angst haben nur die Leute, die Kriminalität machen. Ja, du hast in dem HR2-Interview mal gesagt, man probiert aus, wie weit man gehen kann, jetzt mit der Südkreuz-Geschichte. Und dem kann ich mich anschließen und ich will praktische Beispiele auch aus Hessen mal nennen. Wir haben im letzten Jahr neue Gesetze bekommen, wo die Polizei ein sogenanntes Software-System Hessendata einsetzen kann, mit dem sämtliche Polizeidatenbanken verknüpft sind. So, das ist jetzt nur der Stand der Polizeidatenbanken, könnte man auch sagen, das sind deren Daten, sollen sie machen, was sie wollen. Aber es sind natürlich auch Daten von unbescholtenen Bürgern damit drin. Man kann sich das weiter vorstellen, wenn die Polizei an dem Punkt auch den Zugriff auf die Meldedaten, damit das biometrische Bild hat, damit genau dieses Format machen kann, mit dem eine Person erkannt werden kann, ist die ganze Republik an dem Punkt in solchen Systemen vermessbar und erkennbar. Und ein historisches Beispiel ist die Selektion der Juden durch die Nazis durch einen Zensus. Es wurde damals ein Zensus erhoben mit Religionsdaten und da hatten die Nazis an dem Punkt
genau den Punkt, wer ist hier alles bei uns als Jude in diesem Land? Und da wurde selektiert und umgebracht. Das ist wirklich eine historische Konsequenz, die man sich auch mal vor Augen halten sollte. Da war noch was? Eine Meldung? Nein? Ihr müsst doch Fragen haben. Ach, da war was, okay. Halten Sie es grundsätzlich für möglich, dass in freien demokratischen Gesellschaften vielleicht die Mehrheit der Gesellschaft mit Begeisterung so ein Bewertungs- und Punktesystem einfordern würde, umzusetzen, so wie es in China jetzt schon probiert wird? Die Leute sagen, ach, das finde ich toll, dass ich zeigen kann, wie toll ich mich verhalte. In der Schule passiert es doch den ganzen Tag. Also die Schule ist doch der Ort, wo es für ihr kriegt auch Punkte hier. Wer sich meldet, kriegt einen besonderen Punkt. Es wird alles registriert. Ich meine, da läuft das doch. Das ist doch unsere Gesellschaft. Also Weltmeister, Goldmedaille. Also gerade die Kinder werden doch getrimmt da drauf. Nicht? Ich bin gut, ich bin besser, ich bin noch besser. So weiter. Also, aber ich habe die Antwort nicht drauf, ob das jetzt gut oder nicht gut ist. Das ist ja das, was ich eben auch will, dass man drüber spricht und dass wir miteinander drüber reden und nicht, dass ich jetzt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was ich ja sage. Ich sehe, dass dieser Globus in einem katastrophalen Zustand ist. Vielleicht kann man mit diesen digitalen Sachen ja was Positives erwirken. Wie siehst du das? Ich sehe das eher kritisch mit diesem Bewertungssystem. Ich habe ein Unternehmen beraten, wo der Vertriebsleiter die Hitlisten aushängt. Das heißt, die Vertriebsmitarbeiter, die besonders viel verkauft haben. Und das ist ganz toll für die, die ganz oben stehen und ganz fürchterlich für die, die in der Mitte oder ganz unten stehen. Da sind wir wieder bei der Bewertung von Daten. Etwas Ähnliches ist im Versicherungsverhältnis. Wenn ich jetzt meine Gesundheits-App auf meiner Watch habe und nachweisen kann, dass ich auch viel gelaufen bin und dann ein bisschen weniger Beitrag zahle für die Krankenversicherung, dann kann es sehr gut und ganz schnell umschlagen, dass die Selbstbeteiligung für solche, die das eben gerade nicht machen, entsprechend steigt und das Solidarprinzip einer Versicherung sich langsam aber sicher auflöst. Also mit dem Bewertungssystem, das ist ganz was Schwieriges, selbst wenn es erstmal den Anschein der Freiwilligkeit hat. Weitere Fragen und Kommentare? Als Staatsbürger, für mich ist auch bei rausgekommen, letztlich geht es immer wieder um die Haltung eines jeden, wie steht er eigentlich zu diesem Staat, in dem er lebt, wenn man überhaupt davon reden kann, dass das hier ein richtig funktionierender Staat ist. Jedenfalls in dieser Gesellschaft, in der wir leben, wie beteilige ich mich dran, wie aktiv setze ich mich mit dem auseinander, was da als Neues kommt, und von daher denke ich eben, dass es ja so ist, wie du sagst, das war ja auch in der DDR das Prinzip, nicht? Der Aktivist stand ja immer am großen Brett, und in Schulen ist das übrigens auch so, die erfolgreichen Schüler und Schülerinnen, ich habe gerade im Zug hier in dieser Bahnzeitschrift gelesen, die Schülerin sowieso, die das beste Abitur dort und dort gemacht hat, also wir leben nicht in einer Gesellschaft, wo es keine Bewertungen gibt, das wird eben jetzt nur wesentlich mehr präzisiert mit Daten, die man bisher gar nicht erfassen konnte und die eben auch schneller verarbeitet werden, als es unser normales Gehirn kann. Ja, aber es fängt ja schon relativ früh an. Der Faxdecoder Holger Kunzmann hat ja das System, das Erkennungssystem, wo man dann auch Emotionen erkennen kann, aufgrund der Gesichtsbewegung, das wird ja schon im Arbeitsleben angewendet. Also in den großen Unternehmen ist es so, dass diese Faxdecoder als Coaches arbeiten, um die Personaler in den Unternehmen dahingehend auszubilden. Will sagen, bei Vorstellungsgesprächen kann das in großen Unternehmen schon angewendet werden. Ich weiß nicht, ob das in dem Film so deutlich wurde. Ich glaube nicht, ne? Nicht unbedingt, aber dass keiner was zur Nofrotete sagt, wundert mich eigentlich. Oder auch zu Nathalie LL mit ihrer Banane, eines der berühmtesten Videos aus den Anfängen der Frauenbewegung. Also die Nofrotete, das liegt mir wahnsinnig am Herzen, weil es ist,
das bekannteste Gesicht, eines der bekanntesten Gesichter auf der Welt. Jeder, der was auf sich hält, bei seiner Berlin-Reise muss mindestens einmal dran vorbeigegangen sein. Und letztlich stellt sich die Frage, wieso eigentlich? Was ist das überhaupt? Und deswegen ist ja dieser wunderbare Olaf, der dann da eben tastet und sagt, ich sehe da nichts Besonderes, ich kann nicht mehr erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Was die natürlich vom Museum her nicht so charmant fanden. Aber ich bin da halt tief reingegangen und wollte das eigentlich noch viel genauer machen. Ich glaube einfach, das ist eben schon ein Abbild, ein propagandistisches Abbild einer Ideologie. Wir wissen ja, dass es damals diese Aton-Ideologie gab, oder die meisten wissen das, eben eine diktatorische, eine monotheistische Religion, die eben gesagt hat, nur die Sonne ist unser Gott. Und wer das nicht glaubt, Kopf ab. Und damit es möglichst viele glauben, guckt euch doch mal an. Das ist das Gesicht. Das sind wir, Mann und Frau. Aber so etwas wird angesichts von so einer Sache überhaupt nicht diskutiert. Also Hitler war übrigens ein ganz großer Fan von der Nofrotete. Er hatte eine zu Hause stehen. Aber es handelt sich ja auch um das ideale Gesicht. Das ausdruckslose, schönste Gesicht. Die Uta am Naumburger Dom entspricht ja auch so einem Schönheits- oder etwas, was als Schönheitsideal irgendwann mal proklamiert worden ist. Walt Disney hat ja das Abbild der Uta verwendet in seinen Märchenfilmen. Hat er das? Ja, ja. Naja, es geht aber in diese Richtung. Wir müssen uns mit unseren Gesichtern befassen. Und es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt und es gibt kein Gesicht, was so aussieht wie das andere. Stimmt doch, ne? Also das Gesicht ist authentisch, einmalig, individuell und es ist eben das Körperteil, was auch ungeschützt durch die Gegend läuft und deswegen kann man da ja auch möglichst an jeder Ecke drauf zugreifen. Man kann natürlich sich maskieren inzwischen. Ja, aber es geht doch im Kern um dieses Ideal. Es geht doch überall um das Ideal. Also, dass ein Ideal geschaffen wird in der Leistung, im Aussehen, im Auftritt. Und das ist ja, also so bin ich groß geworden, das war ja schon immer so. Aber es wird eben durch die Digitalisierung, kriegt es meiner Meinung nach eben einen Sprung in eine Richtung, wo ich eben meine, das ist Digitalismus. Also es geht bei dem Digitalismus um das Zeitalter, das neue Zeitalter, das anbricht. So würde ich das mal sehen. Aber wir haben ja schon immer versucht, Gesichtsausdrücke zu dekodieren und zu normieren. Das kommt ja auch ganz gut rüber bei der Literaturwissenschaftlerin, Name vergessen, Sigrid Weigel, die ja das mit den Theatermasken aus der Antike als Beispiel gibt, dass wir zur Orientierung, auch, um auch zum Beispiel ein Theaterstück zu verstehen, diese Theatermasken damals brauchten, um uns wahrscheinlich in dem Theaterstück auch wohlzufühlen. Und im Film ist es ja nicht anders. Also in einem klassischen Actionfilm weiß man sehr schnell, wer der Good Guy und der Bad Guy ist. In den älteren Hollywood-Filmen war das auch an der Haarfarbe der Protagonistin zu erkennen. Also die Gute war immer die Blonde, die Böse war die Dunkelhaarige. Wir arbeiten ja immer mit diesen Erkennungsmustern oder haben immer mit Erkennungsmustern gearbeitet. Nur dass die jetzt ist die Frage, werden sie vereinfachter, werden sie noch mehr vereinfacht oder noch komplexer? Ja, für mich ist die Frage, werde ich ein Schema gepresst oder werde ich, damit ich standardisiert werde, muss ich mir die Gesichtszüge der Nofretete einprägen vor dem Spiegel, ehe ich mein Passbild machen lasse, damit ich möglichst ausdruckslos dieses Passbild, mein Passbild machen lassen würde. Ich bin Datenschützer. Ja, ich würde noch mal kurz darauf eingehen, was Sie gesagt haben mit den, wird es komplexer oder nicht? Ich glaube, dass ein großes Problem momentan ist, dass wir sehr, sehr viele Hoffnungen in die Technologie setzen, die aber gar nicht unbedingt uns weiterhilft. Also zum Beispiel in China gab es jetzt erste Studien, wo anhand von
Bilddaten, also von biometrischen Bilddaten von Leuten, künstliche Intelligenzen vermeintlich dazu antrainiert wurden, anhand von der Physiognomie kriminelle Menschen von nicht kriminellen Menschen auseinanderzuhalten. Das heißt, da wurde sich darauf bezogen, auf im Grunde diese ganzen Physiognomikstudien, die es auch im Ende des Mittelalters gab und später kurz bevor die Rassenlehre entstand, wo versucht wurde, anhand der Nasenlänge, anhand der Kieferbreite, anhand von Deformierungen herauszufinden, ob Leute kriminell sind oder nicht. Genau das Gleiche findet jetzt wieder auf einer KI-Ebene statt. Das heißt, Sachen, die wir eigentlich spätestens in den 50er Jahren als obsolet erklärt haben, kommen jetzt wieder, bekommen eine neue Relevanz und werden wieder eingesetzt. Das Gleiche findet nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene statt, sondern genauso schon im Militär. Von zum Beispiel, es gibt ein Startup, was das israelische Militär bedient, mit genau solchen Algorithmen. Das heißt, wir haben plötzlich es damit zu tun, dass neue Prämissen oder alte Prämissen wieder neu aufgelegt werden. Und darüber müssen wir uns unterhalten eigentlich, dass wir die Technologie, also die Digitalisierung schwebt so wie so eine Art allmächtiger Gott gerade über uns und scheint unsere Welt zu verändern oder so, aber eigentlich sind es alte Themen, die neu aufgelegt werden unter dieser Prämisse der Digitalisierung und alte Gefahren, die quasi wieder neu werden. Ja, das ist richtig, aber Gutenberg hat mit seinen beweglichen Lettern auch was geschaffen, was für die einen eine Bedrohung war und für die anderen eine Beglückung. Ist doch so, oder? Na doch, es geht doch um neue Techniken, die zu neuen Machtstrukturen führen, zur Veränderung des Menschseins. Ja, es geht aber auch einfach darum, dass wir gerade wieder an Wissen verlieren oder an Standpunkten verlieren, dadurch, dass wir quasi, dass nicht alle das gleiche Wissen haben und dass plötzlich solche Startups, die sagen, hey, wir können anhand von Augenabstand kriminelle Menschen von nicht kriminellen Menschen unterscheiden, legitim werden, weil wir nicht genügend Wissen darüber haben, weil die meisten Leute sich eben nicht die Studien davon durchlesen und sagen, das ist kompletter Bullshit, der da drin steht. Und sowas dann plötzlich in die Tat umgesetzt wird. Und dadurch, dass es halt am Gesicht festgeknüpft ist, wird es an Biografien festgeknüpft. Ich glaube, da ist eigentlich der Punkt, wo das Gesicht so gefährdet ist momentan. Dass vermeintliche Prämissen technologisch neu aufgesetzt werden und dadurch halt Biografien direkt beeinflusst werden, und zwar chancenlos. Wenn das heißt, das Kind hat irgendwie zwei verschieden große Augen und es wird später krimineller werden, dann kann man das sofort von Anfang an aus der Gesellschaft aussortieren. Theoretisch. Und das Ganze nur aufgrund eines Denkfehlers von einigen Wissenschaftlern. Und damit sind wir wieder bei Bewertungen. Ich habe im Sommer einen Workshop gehalten zum Thema Algorithmen. Ich war noch gar nicht bei dem Weg zur KI. Und ich habe immer gesagt, die Computer und Algorithmen sind sehr gut, wie in allen Bereichen, um einfache Handlungen zu ersetzen, einfache und logische Denkmuster zu ersetzen. Und das können sie so gut, dass sie es viel schneller können und viel effektiver. Aber Vorsicht bei dem Punkt, wo Computer anfangen, Entscheidungen zu treffen, anstatt des Menschen oder gar dann über dem Menschen. Da muss es immer noch einen Zwischenpunkt geben. Und da ist für mich großes Vorbild das Bundeskriminalamt. Wenn die einen Fingerabdruck bekommen und sagen, wir vergleichen das mit unserer Datei, dann haben die auch ihre Techniken, wo ganz schnell 2, 3, 4 Fingerabdrücke herausgespuckt werden. Aber die geben nicht den Match-Bestätigung heraus, wenn das nicht ein Mensch nochmal abgeglichen hat. Und so müssen wir halt mit Techniken und der Unterstützung von Techniken umgehen, dass der Mensch sich seine Hoheit, seine Entscheidungshoheit nicht nehmen lässt. Du wolltest doch noch ein bisschen für deinen Verein, oder wo du arbeitest, werben. Und mal diese kleine Ja, also die Datenschützer Rhein-Main beschäftigen sich mit allen möglichen personenbezogenen Daten. Draußen liegen 4 Blogbeiträge ausgedruckt von den Datenschützern Rhein-Main. 3 davon sind zum Thema Biometrie und Nummer 4 ist am 21. September, also
über nächsten Samstag einen Videospaziergang. Da gehen wir von der Konstablerwache hin bis zur Alten Oper und zeigen Ihnen, wo aufgrund von unseren Beschwerden Videokameras abgebaut wurden, neu ausgerichtet wurden oder so geblieben sind, trotz unserer Beschwerden. Und weil dieser Prozess dieser Abänderung der Videoüberwachung, teilweise illegaler Videoüberwachung in Frankfurt, so langsam vorangeht, ist immer garantiert, dass bei dem Videospaziergang auch noch illegale Videoüberwachung mit dabei ist. Wer sich diesen Spaß macht, 2 Stunden von 14 bis 16 Uhr am 21. September, von Veranstalter Dungeons Rhein-Main. Dieser spezielle Termin in Kooperation mit der Volkshochschule Frankfurt. So, wenn jetzt keine weiteren Fragen und Kommentare da sind, möchte ich die Diskussion schließen und habe auch noch eine abschließende Bemerkung. Und zwar hat Horst Seehofer im Oktober 2018 die Fehlerquote von diesem Testlauf am Bahnhof durchgegeben. Es waren 0,1% aus seiner Sicht. Aber wir müssen immer bedenken, dass jeder Tausendste nicht richtig identifiziert worden ist. Jeder Tausendste an diesem Bahnhof. Und der Bahnhof hat ja einen unwahrscheinlichen Durchlauf. 100.000 am Tag. Vielen Dank für das Kommen. Und ich hoffe, der Film hat Ihnen gefallen und Sie sind, was die Gefahren, um in Nataschas Sinne zu sprechen, die Gefahren der Digitalisierung betrifft, sensibilisiert worden mit dieser Veranstaltung. Danke.